Wir schreiben das Jahr 2020 und befinden uns damit im 30. Jahr nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Viele Unternehmen wurden seitdem in der ehemaligen DDR gegründet. Etliche davon gibt es heute schon lange nicht mehr. Dann sind da aber diejenigen, die eine richtige Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Zu denen zählt zweifellos die DPFA-Akademiegruppe, die gestern auf den Tag genau vor 30 Jahren gegründet wurde. Wäre da nicht aktuell noch Covid-19, hätte Firmengründer Professor Dr. Klaus Dietz sicher gemeinsam mit seiner Familie und den knapp 500 Angestellten des sächsischen Bildungsträgers eine große Jubiläumsparty gefeiert. So fiel gestern alles etwas kleiner aus. Als Gratulanten waren als Repräsentanten der Stadt Baubürgermeisterin Katrin Köhler und Sandra Hempel, Leiterin der Wirtschaftsförderung, sowie Katrin Buschmann von der IHK gekommen. Bei einer Tasse Kaffee kam man dann miteinander ins Gespräch und es gab die eine oder andere Geschichte zur Firmenentwicklung zu erzählen. Für uns ließ der Professor noch einmal die vergangenen 30 Jahre Revue passieren. Ja, es war eine schwere Zeit. Viele Hoffnungen waren mit dieser Zeit verbunden, aber auch Zweifel, Ungewissheit und Angst. Und Hunderte von Betrieben wurden geschlossen, Hunderttausende wurden arbeitslos und die Frage stand, wie geht's weiter? Und wir waren uns im Klaren, weiter kann es nur gehen, wenn man für die neue Zeit auch neues Wissen hat. Also haben wir uns entschlossen, solches Wissen zu vermitteln und haben begonnen mit Bankkaufleuten, weil das Erste, was im Osten verändert worden ist, das Finanzsystem war. Und mit dem Entstehen dieser vielen Banken braucht man vielen Bankennachwuchs und vor allem Fachleute. Und wir haben begonnen, diese Fachleute auszubilden. Und das haben wir innerhalb von 3 Jahren etwa 6.500 Mal geschafft. Und ich muss sagen, wir sind dann zu der Überzeugung gekommen, dass überhaupt Bildung einer der wichtigsten Faktoren der Entwicklung der Gesellschaft ist. Und das Beste, was uns passiert war, dass wir eine ganze Menge von Mitarbeitern gewinnen konnten, die hochqualifiziert waren, die engagiert waren, die ihre persönlichen Interessen hinter die der Gesellschaft gestellt haben, auch hinter die unserer Firma und dazu beigetragen haben. Also das eigentliche Geheimnis der DPFA sind die zahlreichen wunderbaren Mitarbeiter. Ich will nicht verschweigen, dass es auch Gegner gab, dass es auch welche gab, die uns Steine in den Weg legen wollten und darunter waren auch manche hochrangigen Personen. Aber letzten Endes hat sich das Nützliche und das Gute durchgesetzt. Und ich bin ganz, ganz besonders dankbar, dass vom ersten Tag an meine Familie mir den Mut gemacht hat, diesen Weg zu gehen. In den ersten Tagen haben wir gesagt, ob es uns in 2 Jahren noch gibt, weiß man nicht. Und trotzdem sind Mitarbeiter zu uns gekommen. Und unsere Familie stand Tag und Nacht hinter mir und hat dazu beigetragen, dass wir die schwierigen Aufgaben der Gründerzeit, könnte man sagen, bewältigen konnten. Und ganz besonders an meiner Seite möchte ich meine Tochter Katrin erwähnen, die sich so qualifiziert hat, dass sie eines Tages die Unternehmensnachfolge antreten konnte. Und darauf bin ich so stolz, dass wir dieses Unternehmen erhalten konnten, dass es in der Familie bleibt und dass eine junge Frau diesen Weg geht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, das Besondere der DPFA ist, 70% der Mitarbeiter sind Frauen und mehr als 70% der Führungskräfte sind auch Frauen. Und das soll uns jemand nachmachen. Wir sind mit unserer DPFA jetzt seit 30 Jahren Bildungspartner fürs Leben. Speziell hier am Standort in Zwickau begleiten wir die Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis zum Abitur. Wir sind Ausbilder in den Bereichen Sozialassistent und Erzieher hier am Standort in Zwickau und sind neben der Ausbildung auch potenzieller Arbeitgeber. Wir haben im Freistaat Sachsen 14 allgemeinbildende Schulen und auch darüber hinaus, wir sind auch in Polen, in Niederschlesien, Skorzelec mit unseren Schulen unterwegs. Wir bieten natürlich eine ganze Reihe von Themen und über die Schulen und Ausbildung hinaus sind wir auch in der Weiterbildung aktiv, ganz besonders im Bereich der Arbeitsgesundheit mit dem Schwerpunkt psychische oder auch mentale Gesunderhaltung der Mitarbeiter. Denn wir sagen immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter gesund sind, glücklich sind und das erreicht man natürlich
natürlich auch damit. An dieser Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns diesen Weg gegangen sind, innovativ, kreativ auch waren und immer zusammengehalten haben. Und dieser Zusammenhalt, das ist auch unser Motto für dieses Jubiläumsjahr, dass wir gewinnt, so haben wir gesagt. Und wir merken auch gerade in dieser Zeit ganz besonders, wie wichtig das ist, zusammenzuhalten. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz besonders bei meiner Familie bedanken, die immer mit Rat und Tat bei mir an der Seite stehen, mich unterstützen und insbesondere großes Dankeschön an meinen Vater, der mir diese Möglichkeiten auch eröffnet hat und immer wieder mit mir gemeinsam diese Wege beschreitet. Sie hätten das natürlich gerne unter anderen Umständen ein bisschen größer gefeiert, aber aufgrund von Covid-19 machen Sie das heute im kleinen Rahmen. Aber ich denke, das ist trotzdem eine schöne Runde, die heute hier am Tisch sitzt. Ja, da freuen wir uns auch ganz besonders, dass das auch funktioniert. Und wir haben unseren Dank heute auch via Intranet, Firmenintranet an unsere Mitarbeiter schon gegeben. Auch die Freude und den Stolz, diese 30 Jahre zu feiern, das ist ganz besonders heute für uns wichtig. Und wir haben auch gesagt, heute regnet es. Wir haben beide drauf gewartet, weil wir immer wieder sagen in unserer Geschichte, wenn es regnet, dann wird es auch gut. Sodass auch die nächsten Jahre gut werden. Wir sind zuversichtlich und hoffnungsvoll, auch weiter dieses zu gestalten.